Wir gehen hier durch Fulda, wie jedes Jahr seit 2007, betend, singend, nicht diskutierend. Wer diskutieren will, kann das machen, aber wir sind heute eine Gebetsprozession und werden unter anderem am Bonifatius-Denkmal einen kurzen Stopp machen und ihn auch bitten, als im besonderen Patron Fuldas schützend, helfend mitzuwirken. Und das Ganze endet dann an der Pestsäule oben am Frauenberg mit einer speziellen Trauerzeremonie für die Ungeborenen. Es ist sowohl ein Gebets- als auch ein Trauerzug. Wir tragen diese Kreuze mit uns, deswegen heißt es auch 1000 Kreuze für das Leben, weil in Deutschland an einem gewöhnlichen Werktag zumindest annähernd 1000 ungeborene Kinder nach unseren Berechnungen ihr Leben lassen müssen, die meisten durch chirurgische Abtreibung. Und wir möchten diesen Kindern in zweierlei Hinsicht dienen. Das ist eine Seite unserer Gebetsvereinigung. Das erste ist, wir trauern um die Kinder, weil jede einzelne Person wie du und ich, jeder von uns war mal ein ganz kleines Kind im Mutterschoß und es war genau dieselbe Person. Es war nicht ein irgendetwas, es war genau die Person, die sich so entwickelt hat, wie wir uns heute hier gegenüberstehen. Und genauso sehen wir in jedem ungeborenen Kind ein einmaliges Individuum, das auch vielleicht der ganzen Gesellschaft mit seinen Talenten und Begabungen verloren gegangen ist. Da sie keine Friedhöfe haben, bringen wir diese Trauer eben auch öffentlich auf die Straße. Das heißt, die Leute tragen Kreuze mit sich, um sozusagen einen beweglichen Friedhof auf die Straßen Fuldas zu bringen. Oder Londons oder Warschaus oder wo auch immer. Der zweite Punkt unseres Anliegens ist das Gebet für alle Beteiligten. Das heißt einmal um den Schutz des Lebens der Ungeborenen, die jetzt vielleicht von Abtreibung bedroht sind. Natürlich für ihre Mütter, Väter, dass sie letztendlich ein Ja zum Kind, zu dem Leben finden. Aber auch für alle anderen Personen, Abtreibungsärzte, Klinikpersonal, dass sie ja, dass in ihren Herzen, so steht es auch in unserer Charta drin, das Licht der Liebe zu den ungeborenen Kindern entzündet wird. Osthessen News. Sehen, was bewegt.